Hallihallo an diesem Montagmorgen. Ja, die Hitze beginnt schon wieder. Es ist Sommer, liebe Leute, und die Sonne scheint. Blauer Himmel sowieso. Und ja, so langsam müssen die Klimaanlagen angeschmissen werden. Oder auch nicht. Je nachdem. Auf jeden Fall hat sich einiges getan. Die Kapitänin Carola Rakete, ja, allen Ernstes, die heißt so, hat, nachdem sie in Lampedusa angelegt hat, also die Blockade durchbrochen hat, die Blockade der italienischen Marine, ist sie jetzt verhaftet worden. So was Blödes aber auch, ne? Das geht doch nicht. Neben anderen politischen Persönlichkeiten hat sich auch Frank-Walter Steinmeier, seines Zeichens Bundespräsident, eingesetzt für Carola Rakete. Ja, die Frau heißt tatsächlich so. Und für die Sea-Watch 3. Das kann doch Italien nicht machen, da einfach die Kapitänin einer humanen Bewegung, ja einer Seenotrettungsbewegung, zu verhaften. Tja, Herr Frank-Walter Steinmeier, auch wenn Sie unser Bundespräsident sind, scheinen Sie da einiges durcheinander zu bringen. Eine Seenotrettung setzt voraus, dass irgendwelche Schiffe in Seenot geraten sind. Das ist aber nicht der Fall. Diese Flüchtlinge wurden gecoacht, vorbereitet und dann wurden sie auf ein Floß oder auf ein kleines Bötchen gesetzt von sogenannten Schleusern, denen sie vorher viel Geld gezahlt haben, und dann wurden sie einfach ins Mittelmeer entlassen, weil diese Herrschaften ganz genau wissen, ja, die müssen ja gerettet werden, denn so schließlich sieht das ganze Spiel ja aus. Nichts wird gegen die Schleuse getan, da macht unsere Politik so absolut gar nichts, weder Herr Frank Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, noch unsere Angela Merkel, unser kleines Zitterälchen. Da kommt einfach nichts. Aber nicht nur unser Bundespräsident, nein, auch die B-, C- und D-Promi-Welt hat sich wieder zu Wort gemeldet. Denn wenn es um Clickbait geht, sind diese Herrschaften genau wie Rezo ja nicht weit. Und hier kam der Herr Böhmermann, der in seinem Aufruf an die Menschlichkeit doch dazu auch beitragen will, dass die arme Frau Rakete jetzt nicht da in Haft gehalten wird, und hat deswegen zu Spenden aufgerufen für eben einen juristischen Prozess bzw. für einen Anwalt für die arme Frau Rakete. Wunderbar, Herr Böhmermann, vielleicht sollten Sie und all die netten Herrschaften, Ihre Fans, einfach die Familien aufnehmen. Dann würde sich dieser Rechtsfall doch von selbst erledigen. Sie könnten doch alle die Familien bei sich zu Hause aufnehmen, für sie sorgen und sie, ja, in Arbeit bringen. Das wär's doch mal, Herr Böhmermann. Ne? Dann würden Sie, weil Sie sich ja selber immer so als wir vom Staatsfernsehen und von der Gebührenmafia, ganz genau, dann würden Sie mal was Gutes tun und Ihren so verstellten moralischen Kompass mal auf die richtige Richtung bringen. Aber ich möchte ja nichts hier andeuten, denn die Allgemeinheit, die ist ja doch besser für sowas geeignet, ne? Ja, Herr Böhmermann, ich verstehe Sie da voll und ganz. Und während der soziale Wohnungsbau so ganz aus der Sicht der Politik verschwindet, auch die Agenda 2010 weiterhin bestehen bleibt, haben wir jetzt doch wieder eine wunderbare Geschichte, die uns über die Sommerpause hinweg tröstet. Neben unserer Kanzlerin, die rumzittert, eine Rakete, die auf Vergeltungskurs ist. Oder vielleicht ist ja die Rakete schon längst abgestürzt. Vielleicht, wie es ja damals hieß bei den Amerikanern, anstelle eines Sputniks ein Flopnik. In diesem Sinne also noch einen wunderschönen Montag.